Checkt jetzt gerne die Beschreibung aus für günstige Coins, PSN Cards oder Xbox Live, um mich zu unterstützen. Korrekte Sache, danke dafür und viel Spaß mit dem Video. Was geht, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen FIFA 17 Pack Opening. Und heute wird endlich mal wieder richtig viel rausgeballert, denn es gibt einen guten Grund, nicht nur diese Spieler des Tages, diese Man of the Match Karten mit Ibra, Di Maria, Lacazette, Casimiro und Co. sind draußen. Nein, dazu natürlich auch die Serie A Upgrades mit Nainggolan, Higuain, Mertens. Die Premier League Upgrades sind auch draußen. Also vielleicht sehen wir auch einen Eden Hazard oder Alexis Sanchez, keine Ahnung. Und dazu natürlich das heftige Team of the Week mit Luis Suarez in Form, Anthony Martial, Marcel Hummels. Hummels, ihr wisst Bescheid, lasst auf jeden Fall gerne eine Bewertung da, wenn ihr mehr Pack-Openings sehen möchtet. Heute öffnen wir richtig viel und ich will einfach nur eine gute Karte ziehen. Ansonsten ist es vorbei mit meinem Leben, ihr wisst Bescheid, heute Abend Champions League, gebt hier gerne eine Bewertung, checkt meine letzten Videos ab, falls ihr es noch nicht getan habt, und ich würde sagen, jetzt geht's los hier, nicht mehr viel rumlabern, einfach gute, dicke Spieler ziehen. Fangen wir an mit Pack Nummer 1 hier, 45.000er Sets, und es fängt dann mit deinem Workout. Bitte, Jungs, ein guter Workout zum Start des Back-Openings. Es wird Italien, es wird Giorgio Chiellini. Giorgio Chiellini im ersten 45k-Pack. Alles klar. Wie viel wert ist er noch? Ich guck mal nach. Und er kostet 60.000. 60.000 Giorgio Chiellini. Pack Nummer 1, wir ziehen Chiellini. Pack Nummer 2, mal gucken, wer es sein wird. Vielleicht eine gute Karte, ja? Zentrales offensives Mittelfeld, Santi Cazorla, 86 rated. Ich glaube, der ist nicht so viel wert, aber es ist immerhin Santi, Alter. Mit, ja, Ousmane Dembélé, der andere, beziehungsweise der One-to-Watch, würde mir ein bisschen besser schmecken, aber Santi, wer spielt überhaupt mit ihm? Ich habe keine Ahnung. Kostet 10.000. Komm, Alter, gib mir eine gute Karte, Mann. Gib mir eine fucking gute Karte. Eine Inform. Und es wird Stürmer Argentinien. Gomez. 86 rated Gomez. Der hat noch ein Upgrade bekommen, oder nicht? Hatte der nicht erst 85 Inform? Nehmen wir mit. Holy shit. Rose auch noch. Oh mein Gott, wie viel wert ist der noch? 100.000 safe. 100.000 safe, oder? Ja, 97k. Absolute Maschine. 86 rated von Atalanta. Rose, ich weiß nicht, der hat doch auch ein Upgrade bekommen. Kostet 5.000 Coins. Genau so muss ein Pack-Opening aussehen. Heftiger Inform-Workout. Und jetzt schon wieder 86 plus. Stürmer. Yes. Upgrade Costa. Diego Costa Upgrade. Diego Costa 86 rated Upgrades. Junge, was für Packs, Alter. Und dann haben wir hier Lapadula, Alter. Wer ist das denn? Auch Upgrade, denke ich mir mal. Aber jetzt erstmal Costa anschauen. Wie viel wert ist der? 40k. Ja gut, 35k. 30.000. Er ist 30.000 wert. Und mal gucken, ob der irgendwas wert ist. Ich habe ihn noch gar nicht gesehen. Naja, gut, der kostet 1000 Münzen. So, Mann. Jetzt. 84 plus, Stürmer, England, Harry Kane, der hat auch ein Upgrade. Junge, was ist heute los, Alter? Das ist das Pack-Opening der Upgrades, Alter. Und Schmeichel und Brozovic. 80 rated Brozovic auch noch. Wow, Alter. Wow, der kostet nichts. Wow. Und nein, Spaß zur Seite. Und Harry Kane, Alter, guckt euch mal dieses Monster an. Kostet auch 10.000. Also, ja, wir sind heute gut bedient mit den Packs. Ein Workout leider nicht, aber wieder 84 plus. Und es wird zentrales offensives Mittelfeld. Mario Götze. Okay, Mario Götze, Alter. Ja, den kann man natürlich auch mal ziehen. Zwei Packs noch und dann springen wir rüber. Und ich hoffe, wir ziehen vielleicht noch irgendwas, ja? 84 plus. Zentrales Mittelfeld. Pjanic von Juventus Turin. Hätte mich natürlich auch über Nainggolan gefreut, aber Pjanic ist heftig. Ist heftig, Mann. Ja, nehmen wir mit. Ich weiß nicht, wie viel wert er ist, aber 30k. Vielleicht, ja, 25.000 Münzen. Mal gucken, ob hier noch was kommt im letzten 45k Set. Ja, und es wird Stürmer. Und es wird Moment mal.
Moment mal. Moment mal, Digga. Was mit Costa los, Alter? Will der uns ficken? Nein, Spaß, okay. Und Sosa und Rafinha und Diego Costa nochmal. 40k das Ganze. Ihr wisst, wie es läuft. Und jetzt gehen wir natürlich rüber auf die fucking Xbox. Gehen wir natürlich rüber auf die Xbox. Und da will ich genauso heftige Packs sehen. Wie heftig waren die bitte? Und da bin ich auch schon wieder. Tatsächlich. Ja, ihr habt vielleicht keinen Bock drauf. Manche haben vielleicht keinen Bock drauf. Aber wir öffnen weiter. Wir öffnen weiter die Packs. Bisher ein Walkout. Zweimal Costa. Wir haben Pjanic. Wir haben richtig gute Spieler. Einen guten Hin von Gomez. Und mal gucken, ob wir hier aus 20, 45k Packs vielleicht noch einen Man of the Match oder so ziehen. Das wäre richtig stark. Aber es fängt natürlich schwach an mit Ochoa. Komm, Alter. Eine hier. Noch die irgendwas wert. Das ist eine gute Karte, Mann. 84 plus. Ja, das sieht gut aus. Und das wird André Gomez von Barca. André Gomez bei Barca läuft ja momentan nicht wirklich. Aber ich glaube, er scheint mir... Oh, und Slimani. Ich glaube, er scheint mir ein bisschen was wert zu sein. Weil, ich meine, es ist ja am Wochenende die Weekend League für La Liga und natürlich Bundesliga, deswegen kostet er ein bisschen was. Oh, Moses auf rechts außen, auf Rechtsverteidiger. Mit Bailly, okay, er ist nichts wert, Mann. Aber Bakka haben wir hier Downgrade gezogen. Ich habe mich schon gewundert und Bailly haben wir auch. Aber wir geben nicht auf, wir haben nämlich noch 15 Stück, noch 15 Packs. Und es wird wieder keine dicke Schuppe. Und es wird Frankreich zentrales Mittelfeld. N'Golo. Kante 83 Rated Upgrades. Junge. Das ist, wir ziehen einfach keine Serie Upgrades. Wir ziehen die Premier League Upgrades. Und das sind die guten. Und das sind die guten mit N'Golo Kante. Kante, Alter. Kante weiß wie Schnee. Nein, war das rassistisch? Ich habe keine Ahnung. So, komm jetzt hier. Fuck, Alter, 30.000. Das ist der Kante. Das ist der N'Golo. 30k, Mann. Der ist sick, Alter. Jetzt will ich aber hier bitte noch ein Walkout oder so. Nein, kein Walkout. Das wird... Oh, aber 86 plus. Es wird Stürmer Frankreich. Karim Benzema. Benze die Schlenze. Der nächste Franzose direkt hintereinander. Nehmen wir mit. Und ich hoffe, wir ziehen gleich noch Lacka Sweat, Alter. Ihr Nacho auch noch im Pack. Karim Benzema. Wahrscheinlich jetzt auch noch ein bisschen mehr wert. 40.000. Ah, das ist delicious. Das ist mal wieder ein richtig geiles Pack-Opening heute. Perotti. Oh, und Alonso. Ey, der ist bestimmt was wert, Alonso. Ja gut, 2.000. Ey, Junge, ich will doch nur ein Man of the Match oder einen Inform. Oder einen Inform, rechtes Mittelfeld Deutschland. Nikolai Müller, 84 rated. Ja, da haben wir den Inform mit Ansage vom HSV. Ich weiß nicht, der hat eigentlich ganz gute Werte sogar. Und Gaetan. Und Gaetan auch noch im Pack. Deswegen könnte er schon 20k noch... Ah, okay, vielleicht auch nicht wert sein. Aber Gaetan auch noch am Pack. Das ist ein gutes. Irgendwas Schmackhaftes. Oh, ich habe gehofft, dass das ein Walkout wird. 84 plus. Zentrales Mittelfeld. PSG. Pastore. Ist ordentlich. Ist ordentlich, wirklich. Da kann man sich jetzt nicht drüber aufregen. Und Elneny Upgrade. Wir haben ein bisschen gewartet. Und es sind neue 45k Sets rausgekommen. Und das heißt, wieder ein paar Packs öffnen. Denn es reicht mir noch nicht, ja. Es sind zwar schon heftige Packs dabei gewesen, aber das geht noch besser. Und jetzt sind auch League 1 Spieler draußen, also die Upgrades mit Eddie Cavani und Co. Und deswegen lass mal jetzt hier bitte eine gute Karte rausspringen im 45k Set. Das erste ist mal wieder schlecht, aber wir haben auf jeden Fall ein bisschen Zeit. Und wir können hier ein paar öffnen und das wird ein Intro. Und das wird rechter Flügel. Sadio Mané Intro. 99 Pace. Scheiße, Digga. Was für ein Pack. Oh mein Gott. Guckt euch diese Karte an. Ich weiß nicht, wie viel wert der Inform ist. 200k vielleicht. Fucking 300.000 Münzen. 300.000 Münzen. Sadio Mané. Ach du Scheiße, okay, das hat sich gelohnt, dass ich hier noch ein bisschen gewartet habe. Kommt er hier in Form? Ich glaube es nicht. Ja, mitnehmen auf die Transferliste und keine Ahnung, hier ist bestimmt der Typ oder so auch noch geupgradet oder der.
Aber das ist mir egal, denn wir haben Sadio Mané gezogen und was willst du mehr? Drei Stück gehen noch. Drei Stück gehen noch. Vielleicht noch ein Walkout? Nein, ein 84 plus Torwart. Subasic Upgrade. 84er Subasic, der gerade neu rausgekommen ist. Das heißt, den wird es wahrscheinlich noch nicht geben. Callejon. Holy shit, der hat ein neues Bild, Digga. Sorry, Alter. Und Simpson auch noch. Okay, wollen wir mal nachschauen. Krass, Alter. Ja, hauen wir direkt drauf. Okay, wird nicht viel wert sein. Warte mal für eine Stunde. Und jetzt das Letzte. Das nehmen wir gemeinsam mit. Ich hoffe, es hat euch schon mal gefallen. 3, 2, 1. Please nochmal was Gutes. Sadio Mané. Und das wird ein Info. Und es wird in Verteidigung. Marquinhos Info im letzten Pack. Ach du Scheiße, Alter. Das Ding ist, das sind nicht mal schlechte. Das sind einfach nicht mal schlechte Infos, die wir hier ziehen. Und Marquinhos, ich weiß gar nicht, warum die Spielerbilder hier nicht aktualisiert sind. Kostet auch nochmal 60.000 Coins, Jungs. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Drei heftige Informs gezogen, also insgesamt vier mit Nikolai Müller. Aber wir haben Gomez, wir haben Marquinhos, wir haben Sadio Mané. Und so kann man das Pack-Opening abschließen. Ich würde sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht's gut, lasst eine Bewertung da. Für mehr solcher Big-Pack-Openings, gönnt euch die Champions League. Und schreibt mal rein, was ihr gezogen habt, wenn ihr es probiert habt. Unnormal krass. Haut rein und...